zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünwälder Land. Na. Den würde ich gerne ein bisschen schöner hinlegen. Ach nee. Dass er auch ein bisschen mehr reingeht, weißt, auf die Gabel. Und ich bin am überlegen, ob ich die nicht, die Poldergabel nicht auch auf den Anhänger schmeißen soll. Aber ich glaube, ich werde es erstmal nicht machen. Weil sonst hängen die am Anhänger drin und ich krieg sie doch nicht mehr raus. Ich lasse die, glaube ich, vorne dran. Dann muss halt der Diesel mal mit der Poldergabel zu mir an den Hof kommen. Sollte ja auch kein Thema sein. Einer geht noch rein. Geht noch einer. Ja, der ist jetzt rausgefallen. Geht vielleicht doch nicht mehr. Na, guck mal. Da war einen zu viel geladen gehabt. Naja. Dann bist du jetzt der Erste. Guten Tag. Guten Tag. Was Herr Maruna, wir bräuchten Sie. Warum? Gerichtsverhandlung. Was hab ich damit zu tun? Wir sind schon eine halbe Stunde zu spät dran. Ja? Wir haben eine Gerichtsverhandlung. Wir sind auch schon eine halbe Stunde zu spät dran. Was hab ich damit zu tun? Es geht auch um den Unfall. Ich habe kein Einladungsschreiben gekriegt. Doch. Nein. Die Nachricht ist rumgegangen. Außerdem hatte Herr Diesel Sie eigentlich den Auftrag, Sie zu benachrichtigen. Was? Nochmal. Vielleicht machen Sie den Motor aus, dann geht das eher. Nee, ich muss aufladen. Auf jeden Fall, der Herr Diesel hatte den Auftrag, Sie zu benachrichtigen. Er hat gesagt, er muss dahin. Sie müssen auch dahin, es geht auch um Ihren Unfall. Davon habe ich nichts gewusst. Den Sie mit den Herren Gordes hatten. Ja. Also ich kenne das so, Herr Polizist, dass man eine schriftliche Einladung von der Staatsanwaltschaft kriegt. Die Staatsanwaltschaft hat aber gerade leider ein Problem mit ihrem Drucker. Ja, dann ist es nicht mein Problem. Auf jeden Fall, können Sie mitkommen oder... Wenn Sie mir meinen Arbeitsausfall zahlen? Wie viel müssen Sie denn hier noch einsammeln? Sind das die einzigen Baumstämme, die Sie hier noch einsammeln müssen? Ja, nur die Dinger auf dem LKW und dann wäre ich sowieso mit dem LKW dahin gekommen. Wie lange denken Sie, bräuchten Sie denn noch dafür? In einer halben Stunde sollte ich da sein. Ja gut, wir haben noch eine zweite Gerichtsverhandlung, da würde ich die vorziehen. Und dann machen wir ihre danach. Ja, machen sie. Gut, dann wissen sie ja, wo sie uns antreffen. Ja, bis später. Jupp, ciao, ciao. Tschüss. Alter. Ja, die Staatsanwaltschaft hätte ich. Ja, was kann ich denn dafür, wenn den ihr Drucker spinnt? Ist doch nicht mein Problem.
Aber weißt du, was ich mache? Ich werde trotzdem einen Arbeitsausfall beantragen. Und zwar von, da schreibt man die Produktion, den Produktionsausfall drauf. Weil irgendeine Produktion dann nicht läuft. Der Hacker. Der Hacker und in Folge auch der das Sägewerk nicht. Und die Kosten, die werde ich da alle draufballern. Das kann ich dem aber versprechen, ey. Gut, das war sie erstmal. Dann fahren wir halt mal zu Gericht. Warum mich keiner informiert hat, frage ich mich halt schon, ne? Also die müssen normal Post schicken. Ja, ich brauche eine schriftliche Einladung. Und da muss nochmal dann auch das Formular dabei sein für den Arbeitsausfall. Wie war das? Das ist Neumann. Das wird, glaube ich, nichts. So, dann stellen wir lieber den da ein bisschen anders hin. Wird schon passen. Bin ich mal gespannt. Respekt, Herr Diesel, das kann nicht sein. Rein. Ah, hallo. Guten Tag. Das ist für eine scheiß Türe hier. Klemmt. So, was soll Die ich denn jetzt wurde hier? schon länger nicht geputzt, Herr Neumann. Hier wächst schon Gras.
Herr Müller, darum geht es jetzt gerade gar nicht. Konzentrieren Sie sich bitte auf Ihre Verhandlung. Also, Sie sind zugange. Ich gehe wieder. Nee, Sie können zuhören. Okay. Herr Müller, die Beweislage spricht gegen Sie. Außerdem haben Sie, als wir hier ankamen, ein Geständnis abgegeben, dass Sie ja wissen, worum es geht, weswegen Sie in der Zelle sitzen. Obwohl ich das größtenteils noch gar nicht erwähnt habe. Und dass der Herr Gordes mitgehört. Wieso sollte man mich sonst herholen? Ich habe nichts weiter gemacht, außer das. Hätte ja auch sein können, dass Sie Steuern hinterzogen haben. Das Ich wollte Steuern gerade sagen, natürlich. Herr, das kann man nie, das Also, weiß da hätte man nie vieles sein wirklich, können. was die für krumme Dinge noch in unserem Rücken drehen. Ich drehe keine krummen Dinge, außer das eine. Außer das eine, das ist genau das gewesen. Aber um auf den Punkt zu kommen, so. Es kann ja sein, dass sie das mit der Batterie nicht waren, so. Aber vielleicht haben sie auch einfach vergessen, das Licht auszumachen oder so. Licht hatte ich nicht angemacht. Das kann ich, das weiß ich sogar noch. Blaulicht angelassen? Nein, nicht. Gelblich, ja, Kann aber auch orangelich sein, mehr. dass er vergessen hat, das Radio auszumachen. Das frisst nämlich auch so viel Batterie. Oder dass er die Zündung angelassen hat. Dazu ist aber noch erwähnt, jetzt ob er die Batterie angelassen hat oder den Motor angelassen oder nicht, spielt keine Rolle. Die Batterie hat ja komplett gefehlt. Die war ja gar nicht mehr drin im Motorblock. War gar nicht mehr drin. Ja, der Herr Gordes, Kann aber auch sein, dass jetzt hier einer der Ureinwohner gewesen ist. Er dachte sich, Ja, wenn weil, es wieder. wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein Ureinwohner ist, der Geld nötig hat, und dann sieht man da so ein Mercedes stehen. Guckt rein, oh, Batterie, geil, die bringt noch so viel Geld. Baue ich die aus, weg damit. Bei allem Herr Respekt, Herr Diesel, soweit ich das richtig im Kopf habe, haben Sie aber auch nicht so viel Kohle, wo Sie das Ja, Thema aber gerade erwähnen. ich habe aber keinen Grund, meinen Gemeinderatskollegen sowas anzutun. Ganz ehrlich. Ja, wo hätten Sie ja wissen müssen, dass es das sein Auto ist? Ich meine, wenn das damals schon umlackiert war, hätten Sie es ja theoretisch gar nicht wissen können. Ich weiß aber ganz genau, dass hier nur drei Leute ein Mercedes fahren. Das sind Sie, der Herr Gordes und der Herr Neumann. Naja, die Farbe hätte ja auf den Hof von Herrn Müller gepasst. Theoretisch hätte er sich das Geld ja irgendwo beschaffen können, in Anführungszeichen. Richtig. Hätte auch sein können, dass das auch ein Fahrzeug von Ihnen ist. Also von Herrn Müller ist, in dem Fall. Hätte sein können, aber wo hätte er denn so viel Geld auftreiben können für einen Wer weiß? Mercedes? Wie gesagt, man weiß nie wirklich, was der noch für krumme Dinge hinter Ja. unserem Rücken alles Auf dreht. jeden Fall, er hat ja jetzt seine. Er hat ja das meiste zugegeben. Bis auf Eben, das mit der alles zu, Batterie. außer die Batterie. Die war ich, wie gesagt, nicht. Okay. Und ich war zwar da in der Ecke, aber ich wusste nicht, dass da ein Mercedes steht, ein gestohlener, ne? Ich war oben beim Stefan, hab den ein bisschen Gras hochgefahren, bin aber nicht die Strecke da, wo der Wagen stand, lang gefahren. Ich bin nämlich statt links, wo der Wagen stand, ich bin rechts rumgefahren, andere Richtung rum. Darum. Ja, und Und dann sind sie mir auf dem Weg hier bei der Brücke entgegengekommen und sagten: Kommen Sie mal eben mit, Herrn Diesel, wir haben hier ein gestohlenes Fahrzeug, und dann haben wir das schon gefunden. Alter, wa um was geht's hier überhaupt? Man kann nicht mal mitkriegen, um was es geht. Da kommt wohl eine Ladung Bier, ne? Das ist mal ein schmuckes Kästchen, ne? Alles schön grün und grün. So, aber liebe Leute, nachdem ich nicht verstanden habe, um was es da drin eigentlich überhaupt geht und ich noch nicht dran bin mit meinen Verhandlungen, bin ich jetzt nochmal rausgegangen. Ich weiß, dass es darum geht, dass ein Fahrzeug umlackiert worden sein soll. Ich weiß nicht. Und ja, mal gucken, was von der Strafe der Herr Müller kriegt.
aber das seht ihr vielleicht in der Folge morgen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.